Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Silberum. Ja, Deckung eingestellt, auf 4% wieder, sollte besser funktionieren. Und jetzt laden wir mal die ganzen Paletten auf, die wir jetzt verkaufen wollen, ne? Aber erst kurz bei der Achterbahn reingucken, erstens, wie weit die jetzt sind, zweitens, ob die was brauchen, ne? Na, nicht mehr. Du. Oder sagen. Bisschen lagern die auch intern ein, ne? Haben wir alles, ne? Ja, jetzt geht's rüber. Einmal ein Cobra nicht. Hier die Arme, hier die Schindel. Bis mal weg sein, dann geht's vielleicht, ne? Na? Nix. Aus der E-Station. Ups. Versicherung. Versicherung zahlt immer. Na, noch vier. Gut, also auch zu viel. Hey, Möbel und Kohle lassen wir hier. Badewanne auch. Wir fahren das mal zum kurz auszuwählen. Keine Fehler mehr, okay. Einmal so mal, ne? Absturz kann da passieren. Keine perfekt. Mal schauen, wie das ganze Holz rauskriegt, ne? Wenn es nicht geht, machen wir es mal nicht, aber es ist unnötig falsch. Ne? Fahren wir besser. Oh, geht gerade was weg, du. Nie gedacht. Und die Bogenfliesen hier mitkriegen noch. Die wollen sie nicht haben. Schauen wir nach. Gut. Ich meine, hier wäre es ganz schön zu sehen, wenn man sehen könnte, was noch im Lager ist, ne? Weil ja im Prinzip langer Stuhl, Tisch, Fass, Eimer und so, Schindel. Das da oben ist zu sehen, okay. Aber Fass auch. Aber Rest, die Stuhl siehst du oben nicht, Eimer siehst du oben nicht. Ja. Ich fahre das mal jetzt noch zum
Ein Bootswerft. Ob die das auch noch haben wollen? Glaube ich nicht ganz, aber man weiß ja nicht. Und dann geht es zum Verkauf. Also dann. Die produzieren sowieso wieder neu. Von daher. Lange Bretter verkauft. Ja, gut. Denk mal. Was wir wenn wir produzieren, ne? Nö, die wird auch nicht so lang. Wenn gar nichts. Lange Bretter im Lager vorhanden. Sollte. Lass uns vorspulen, wa? Müsste eigentlich gehen. Ah, die Bretter gehen oben weg, unten auch. Ach, schneller, ne? Ich hab das Schnee auch wieder weg. Im Winter ist eh nichts zu tun. Im Wald muss man sich auch nicht rumtoben bei Schnee. Das ist meistens schlecht zu erkennen. Aber optisch zu sehen ist nichts, ne? Keiner, der immer einen Hammer gegenläuft. Alles Spiel. Dann hauen die Bild drauf los und dann kann man auch nicht gucken, ne? Bestimmt noch der Dings drauf. Der Mast oder sowas. Der längst drauf liegt. Punkt ist fertig. Wir machen Stapellauf. Wahnsinn. Folge Nummer 4. Stapellauf. Geh mal Wasser, ne? Ey. Ich dachte, er rollt jetzt runter. Jetzt brauche ich Stoff. Also Holzfliesen und Balken haben wir noch, denke ich mal. Ja, Stoff. Stoff. Wo kriegen wir Stoff her? Ist hier das mit dem Bauen? Mal gucken. Weberei oder sowas, ne? Getreidemühle, Spinnerei. Stoff. Wir bauen. Wir bauen die Weberei. Aber hier. Ne? Hier ist ein Plätzchen frei. Aber erstmal. Na, wir schlafen bis jetzt mit unter der Geschwindigkeit. Der Schnee hat zugenommen. Gerade gesehen. Wir schlafen den Rest der Zeit. Ist ja dunkel. Ab bis 9. Ist Winter. Oh, alles weiß. Und immer noch Schneefall. Oh Mann. Aber Besserung an Sicht. Ja, gut. Stoff. Hätte ich auch wissen müssen, ne? Normalerweise
und Glück gehabt. Dass er hier vorne annimmt, das ist. Ja, das wird gerade zu gehen mit LKW. Wir sind ein Stapler, ne? Bring mal ein, zwei Bollen. Bisschen Wolle herbring, ne? Na? Normalerweise gehen die Schafe auch in der Kälte da drin. Hier ist die Wolle mal richtig eingeschneit. Das macht er normalerweise nicht. Ist ja erst bald vorbei, ne? Januar ist er nur noch und dann kommt der. Jo. Das wäre nichts für mich. Aber Schafe sind halt so. Weiß ich aber nicht genau. Soll ich da nicht blöken, ne? Glaube ich eher nicht. Wieder gar keinen Tower und das ist echt nervig, aber wie gesagt, Schafe. Wir hatten sonst keine Schafe gehabt. Weiß hier oh, Großtante, würde man sagen, sind glaube ich gewesen. Die hatten Schafe. Aber auch nicht so viel, zwei oder drei. Die haben noch Wolle selbst gemacht, also gesponnen glaube ich. Dann haben sie Schafwolle gestrickt, ne? Also, ich meine, für Socken ist das gut. Aber ist ja ein Haufen Arbeit. Das möchtest du wirklich nicht tun. Das ist nichts für. Wenn wir aktivieren, ne? Ich muss sagen, Baumwolle geht ja gar nicht, ne? Dann wäre ich ganz schön. Die sauer nicht, aber Baumwolle geht nicht. Ob doch nicht in der kalten Region, ne? Das macht nichts. Aber es reicht ja aus, wenn jetzt hier Spinnerei für 16 Stunden. Ja, eher auch kurzärmlich. Mensch, Junge, nur anziehen. Kleiderschrank. Und gescheites, siehe da, zack. Das ist übertrieben, unser Rennfahrer. Wir haben kein Formel 1 hier. So. Oder sowas hier, ne? Ja, das ist so kalt. Dicke Jacke. Bisschen kurz, ne? Ich habe mal ganz gerne, wenn ein bisschen länger ist, hier bis zum unterm Hintern kann man sagen. Also man bücken muss, dass nicht gleich die Kälte rankommt, ne? Aber hier ist das unlogisch. Weil entweder oder, ne? Stiefel haben wir eh was Gutes. Gut. Zack. Schädigen. So passt das schon, ne? Da ist auch wieder alles voll. Aber Stahlwerk deaktivieren.
War noch nicht möglich. Muss andere auch deaktivieren, also Bretter und so. Und das wird jetzt nicht unbedingt jetzt hin eilen und Bäume bringen. Bei dem Schnee, das ist nicht notwendig und das ist genauso, brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Ja, bei dem Wetter. Ist schlimm genug mit dem Fahren, ne? Aber wir werden vorbereiten fürs Holz, das ist kein Thema. Ich werde auch wieder ein bisschen vorspulen, bis der Schnee weg ist. Ich habe gegen meine Spinnerrakete mal Wolle. Ich habe sie wieder einen Tag, haben wir schon. Und dann werden wir noch einen Tag vorspulen, dass wir im Prinzip vielleicht das Vergnügen haben, unsere Bäume fällen zu können. Oh, die anderen Bäume sind gewachsen. Nicht gerade so. Die Rüstenkiefer. Drei von vier. 23 Meter. Und du bist 2 von 4. Also die können noch ein bisschen. Und die auch. Das macht sie ein bisschen leichter. Man, die Bäume, die haben zumindest eine volle Länge. Ne? Als wenn jetzt die aber die Ecke auch nicht so bauen, ne? Also hier klein, ja, das dauert ein bisschen. Das ist jetzt hier Kiefer 5 von 7. Unser Kieferwald, ne? War schon nicht schlecht. Also, und da bin ich gespannt, was die morgen bringen, ne? Boah, 3 von 4. 23. Hier sind die anderen Kiefer. 12,6, 2 von 4. Die Fichten. 4 von 7, 8,3. Und hier die komischen Krücken hier. 8 Meter, 8 von 4. Das sind echt Krücken, also. Aber halt, die wachsen da halt so, ne? Das muss ja irgendwo Natur auch so angepasst sein. Gut, auf zum Überspringen des Tages. Ja, hier mit Schnee zu arbeiten, das ist nicht gerade spaßig. Da haben die früher auch nicht gemacht. Die haben sich auch dann die Zeit genommen und sind mal zu Hause geblieben. Nur das Notwendigste haben sie gemacht. Aus der industriellen Zeit ist wieder anders, aber und die haben sie auch gesagt, warum sich draußen den Tod holen, ne? Das bezahlt ja keiner, ne? So, die Schafe wird kriegen. Das hört nicht auf. Mein Wahnsinn. Oh, der ist ein Stoppel da. Naja. Wolle. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Bäume gewachsen? Glaub ich ja nicht, ne? 2 von 4. Nö. Das wird bald passieren. Geht mal morgen oder morgen. Zum Frühling. Zack.
Oh, ein Bund gleich 9 Stunden gleich wieder. Oh, so schade, das soll schon mal gewesen sein. Ich sag mal schon Dank fürs fleißig reinschauen. Ich sag mal schon Tschüss, ciao. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.